So, liebe Leute, ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, eine neue Woche startet und natürlich wie immer montags mit einer offenen Sendung, einer freien Themennacht. Also ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50. Wir sind erstmal in kleiner Runde versammelt hier im Radio bei 1Live und bei 1Festival und das WDR Fernsehen wird circa 7 bis 8 Minuten später dann zu uns stoßen. Mein erster Anrufer heute Nacht ist der Benny und Benny ist 32 Jahre alt. Guten Morgen, Benny. Hallo, Benny. Hi. Hi. Um was geht's? Erstmal danke, dass ich durchgestellt worden bin. Ich habe das die ganze letzte Woche schon versucht. Ja? Ja. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, dass da auch noch andere Leute anrufen. Und sag mal ein Stichwort. Die auch eine Menge Probleme haben und ja, was soll ich sagen? Ich habe gestern von meiner, ich meine, dass das irgendwann passieren würde, war mir schon klar, aber ich habe gestern dann von meiner Freundin, Ex-Freundin, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, das ist ein sehr anderes Thema. Aber mir geht es einfach erstmal so um mein Problem, was aber auch nicht mehr zu reparieren ist. Die hat mir gestern gesagt, so meine Augen werden auf einmal gelb und da meine beste Kollegin im Moment, beziehungsweise seit 4 Monaten schon im Krankenhaus liegt, mit Leberzirrhose, weiß ich, was das heißt. Ich weiß auch, woher das kommt, weil ich in den letzten... Moment mal, also das Problem ist, dass deine Augen gelb werden. Ja, also die sind das also... Das bedeutet, dass du eine Lebererkrankung hast. So sieht's aus, ja. Also und? Keine Lebererkrankung, sondern ich weiß, was das heißt, weil klar, gelbe Augen kriegt man auch mal, wenn man eine Gelbsucht hat, aber dann... Seit wann hast du denn die Augen gelb? Ja, gestern habe ich jetzt erfahren. Also meine Freundin hat es mir gestern gesagt. Sie hat es mir gestern gesagt. Warst du heute beim Arzt? Nein, weil brauche ich nicht, weil ich weiß ja, ich habe, also, seitdem ich einen Rückfall gebaut habe am 13. Mai, ist bei mir... Was hast du ja gebaut? Einen Unfall? Mein Rückfall. Was heißt Rückfall? In was? Zu was? Ich war also von Januar letzten Jahres bis zum 12. Mai war ich in Therapie und am 13. bin ich dann in eine Adaptionseinrichtung gekommen. Weswegen warst du in Therapie? Wegen Alkoholkrankheit. Ach, wegen Alkohol. Ah. Polytoxikoman nennt man das eigentlich, aber mit Drogen habe ich jetzt schon eine ganze Weile, also schon seit der Therapie nichts mehr am Kopf gehabt, aber Hauptproblem war bei mir immer der Alkohol. Du warst vorher aber auch drogenabhängig. Ja. 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 So, jetzt hat deine Freundin oder Ex-Freundin, wie auch immer wir sie nennen wollen, ja, hat das ja entdeckt. Aber wieso hast du es selbst nicht gesehen im Spiegel? Du guckst dich im Spiegel an. Das verstehen wenige Leute, aber sehen erstens nur andere Menschen, als sehen die nur bei Tageslicht. Okay, ist ja auch jetzt egal, wer es gesehen hat. Auf jeden Fall ist es jetzt offensichtlich da. Warum gehst du nicht zum Arzt? Aus dem ganz einfachen Grunde, weil da hätte ich mir ein bisschen eher überlegen müssen. Ich hätte einfach den Rückfall nicht bauen dürfen, weil ich weiß, jetzt kann ich nichts mehr machen, weil... Ja, du weißt doch gar nicht genau, was das bedeutet. Doch, ich bin fest davon überzeugt, dass das Leberzirrhose ist. Ja, gut. Und Leberzirrhose heißt, da ich kein Schauspieler bin oder mir das so leisten kann, wie hier dieser Fußballer damals da, also sprich nicht 1 Million auf den Tisch legen kann, mit dem Leber zu setzen. Und ich weiß, dass Alkoholiker in der Spenderliste ganz, ganz weit unten sind. Ja, aber nur mal langsam. Du bist ja schon bei der Organspende. Du hast noch nicht mal eine Diagnose. Es mag ja vielleicht sein, ich weiß nicht, wie man Leberkrebs einen Menschen unbedingt immer ansieht. Der erste Weg ist natürlich jetzt für dich ins Krankenhaus zu gehen oder zu einem Arzt. Vielleicht habe ich einfach Angst davor, dass ich diese Diagnose habe. Ich meine, ja gut, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist dir die Diagnose einzureden und zu Hause zu sitzen. Also fühlst du dich denn sonst irgendwie auch schlecht, schlapp, übel oder irgendwas? Also schlapp war das richtige Wort, was du gesagt hast, diese Müdigkeit. Also ja. Ich habe zu deinem Kollegen habe ich schon gesagt, ich habe gar keinen richtigen Schlafrhythmus, weil Nacht und Tagzeit kenne ich nicht mehr, weil ich kann nachmittags um 3 Uhr gar nicht stundenlang liegen und schlafen und dann bin ich die ganze Nacht wach und und halt im umgekehrten Sinne, egal wie viel ich dann getrunken habe. Wie lange, wie viele Jahre, du bist jetzt 32, wie viele Jahre warst du? Hast du getrunken? Ich habe mit 14 angefangen. Ah ja. Und wie lange hast du Drogen genommen? Auch so früh? Na, mit 15. Also, aber wie gesagt, ich habe natürlich nicht sofort das harte Zeug reingehauen. Ne? Also Alkohol war relativ schnell, also das habe ich schon mit 14 reingehauen, aber die Drogen
Aber bei den Drogen kamen dann auch die schlimmen Sachen, die heftigen Sachen, Heroin, ja. Kokain. Aber immer nur in Verbindung halt mit dem Alkohol, ne? Also ja. Ich hätte beispielsweise niemals gekifft oder Drogen, also Heroin genommen zum Schlucken. Ich habe also nie gespritzt, das habe ich also nicht gemacht, aber ich habe geschluckt. Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten, Benny. Wenn auch viel Mist gelaufen ist in der Vergangenheit und du siehst es ja selbst auch ein. Aber jetzt musst du wirklich was tun. Und das darfst du jetzt nie auf dir beruhen lassen. Du musst jetzt so schnell wie möglich zum Arzt gehen. Das Problem ist nur, dass ich absolut keinen Menschen habe. Ja, aber... Ich habe mich früher immer über die ganzen Leute kaputt gelacht, die bei dir angerufen haben, obwohl ich deine Sendung schon seit Jahren regelmäßig gucke. Aber ja. Ich habe immer gedacht, so, die armen Irren haben, die niemanden... Menschen, den sie in den Arm nehmen können oder der die in den Arm nimmt und dann hilft. Benni, selbst wenn das so ist, ist das natürlich traurig. Aber die absolut wichtigste Sache ist jetzt für dich, zum Arzt zu gehen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, vielleicht ist es auch irgendetwas anderes, aber du musst es tun und du musst auch dann alles das tun, was der oder die Ärzte dir empfehlen, um dein Leben wieder einigermaßen in eine Bahn zu kriegen, denn da scheint ja einiges sehr schief gelaufen zu sein. Oh ja. Bei dir. Aber du bist erst 32, das heißt, da sind noch die Chancen da, auch nochmal das Ruder rumzureißen und durchzustarten. Ja, das ist die Situation, wo man anfängt, dann plötzlich doch am Leben zu hängen. Vorher habe ich immer die großen Sprüche rausgehauen, so von wegen, tot zu hoffen, halt die billigen Sprüche, die man... Ja, klar. Aber wenn man da betroffen ist, dann sieht es gleich wieder anders aus. Genau, so sieht das aus. Hast du denn einen Hausarzt, so einen Arzt deines Vertrauens, wo du erstmal hingehen kannst? Mein Arzt meines Vertrauens nicht, aber ein Hausarzt, klar, aber... Ja. Der weiß auch, dass ich... Also der kennt auch meine Krankengeschichte und so, aber... Wie gesagt, ich habe zum ersten Mal Ende 2005 was... in Angriff genommen gehabt, weil ich habe, wie gesagt, eben immer diese doofen Sprüche rausgehauen, so von wegen, ich will mich kaputt laufen und so weiter, das sieht aber anders aus, wenn man... Ja, auch wenn du schon ein paar Mal... Merkt, geht los. Auch wenn du schon ein paar Mal gescheitert bist, Benny, ist das noch kein Grund, es nicht nochmal zu versuchen. Manchmal braucht man 3-4 Anläufe, um es zu schaffen. Ja. Und das musst du machen. Du musst es jetzt wirklich ganz, 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 ganz schnell machen. Ja? Ja. Mein Lieber... Dann wünsche ich dir alles Gute und wünsche vor allen Dingen, dass es nicht das ist, was du befürchtest. Vielleicht ist es auch was Harmloses. Ich hoffe sehr für dich und du versprichst mir, morgen zum Arzt zu gehen. Versprich. Und wie gesagt, allein schon danke, dass du zurückgerufen hast, weil... Keine Sache. Mein Lieber, alles Gute von ganzem Herzen. Okay, tschüss. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, wir haben 1.08 Uhr und 15 Sekunden im Fernsehen. Im WDR-Fernsehen läuft gerade unser Vorspann. Das heißt, wir warten jetzt noch ein paar Sekunden und dann sind wir alle beisammen und alle gemeinsam hier versammelt und dann kann es dann auch weitergehen. So, 0800 220 50 50. Ich begrüße jetzt auch sehr herzlich die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind ein bisschen zu spät im Fernsehen und bitten das zu entschuldigen. Aber nun sind wir da und ihr seid auch da. Ich freue mich sehr. Und wir haben Montagnacht und Montagnacht ist bei uns immer eine offene Themennacht, eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann solltet ihr euch bei mir melden, bei uns melden unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Verbunden bin ich jetzt mit Steffi. Und Steffi ist 22 Jahre alt. Guten Morgen, Steffi. Hallo, Domian. Hallo, Steffi. Was ist dein Thema? Ich habe vor 5 Wochen schon mal angerufen. Mhm. Damals habe ich von meinem Jetzt-Ex-Freund erzählt, der eine sehr schwierige Kindheit hat. Der wurde so missbraucht und geschlagen und gedemütigt und ziemlich heftig von seinem Vater. Mhm. Und das hat mich damals extrem mitgenommen. Und ich habe hier angerufen und du und auch deine Psychologin haben mir im Endeffekt geraten, dass ich da auf mich selber aufpassen muss und dass ich jetzt Schluss machen soll. Ja. Nach einigen reiflichen Überlegen habe ich das noch getan. Ja. Und seitdem habe ich also hier echt einen Psychoterror. Also in einer Woche ist Ruhe. Aber davor, ich habe jetzt 4 Wochen lang absoluten Psychoterror gehabt, dass er rief... Von ihm? Ja, also ich bin dann... Er hat dich belästigt? Ja. Mhm. Also was hat er gemacht? Er war Droh-E-Mails, du wirst bekommen, was du verdienst. Also es fing an mit dem üblichen, also halt so Liebesbriefe und er würde ja nur mich lieben und so. Und einen Tag später rief er an und sagte, er hätte einen Gehirntumor. Und nach dem Motto,
ich armer Mann, hilf ja. mir doch. Auf die Mitleidsschiene? Ja, genau. Ja. Mhm. Dann, oh, ich weiß nicht, eine Woche später rief er an, er würde, also dann war Valentinstag und er hatte halt gesagt, er würde vorbeikommen, mir eine Rose und einen Liebesbrief bringen. Mhm. Und da ich ihm nicht begegnen wollte, habe ich mir also für den Tag verabredet und war nicht da. Ja. Und kam nach Hause, hatte eine Rose und einen Liebesbrief. Mhm. Und war dann, da standen aber halt immer noch liebe Sachen drin. Und ich habe dann halt auch versucht, die ganze Zeit lang mit ihm telefoniert, also vorher schon, und habe versucht, ihn zu beruhigen, also so ein bisschen eine freundschaftliche Geschichte aufbauen, auch, ja. weil ich Angst hatte, dass mit dem Gehirntumor wirklich stimmt. Ja. Dann rief er an, ein paar Tage später sei jetzt in Darmstadt, er würde in Darmstadt sitzen, das sind so 600-700 Kilometer von mir oder so. Mhm. Er sei von mir aus mit dem Zug dahin gefahren, weil angeblich hätte er gerade kein Auto und das Auto sei wohl kaputt und er hätte jetzt kein Geld. Und naja, dann habe ich dann einen Kumpel angerufen, habe gesagt, hilf meinem Ex-Freund, der sitzt, hat kein Geld. Na, im Endeffekt hatte mein Ex-Freund gesagt, also nach mehreren Telefonaten, er hätte jetzt jemanden gefunden, der würde ihm Geld geben dafür, dass mein Ex-Freund diesen Fremdmann... Wann kippte das denn? Du hast gesagt, das war denn auch sehr, sehr nervig oder... Das kippte vor 2 Wochen. Ja, und was hat er da gesagt oder hat er dir gedroht? Du hast es gerade schon angedeutet. Ja, da kam, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Irgendwas war der Grund. Ich glaube, er hat das Spitz gekriegt. Ich hatte halt Verabredungen und er hat das Spitz gekriegt, dass ich halt eine Verabredung hatte. Und da war er so sauer und so wütend und nach diesem Telefonat, von wegen er würde irgendwo in Darmstadt rumhocken, habe ich ihm halt auch gar nichts mehr geglaubt. Hab mich auch 3 Tage verkrochen, war auch nicht zu Hause, bin hier ans Telefon gegangen, nichts. Und dann, seitdem habe ich halt nicht mehr großartig mit ihm geredet, weil nur sehr kühl. Und kurz danach fingen dann diese E-Mails an mit, du wirst bekommen, was du verdienst. Also das waren Drohungen dann? Ja, absolut. Haben die sich dann noch gesteigert? Was heißt, du wirst bekommen, was du verdienst? Ja, das war so das Harmlose, damit fing es an. Was hat er noch geschrieben? Du weißt nicht, wann es passiert, du weißt nicht, durch wen es passiert, ja. ob dieses nächstes oder übernächstes Jahr, aber irgendwann wird etwas passieren und denk an mich oder so ähnlich. Also am Anfang waren das nur Liebesbekundungen und das kippte dann aber um, als er merkte, damit erreicht er nichts. Genau. Das hast du gerade gesagt, seit einer Woche ist aber Ruhe. Vor anderthalb Wochen kam die letzte E-Mail. Wie erklärst du dir jetzt diese eine Woche Ruhe? Ich habe nicht geantwortet. Also ich habe vorher immer noch so auf nett und mein so nach dem Motto, jetzt komm mal wieder runter und jetzt beruhig dich mal wieder und ich habe jetzt einfach nicht mehr geantwortet. Also hast viele, viele Wochen hast du geantwortet und immer wieder reagiert. Ja, ich habe immer reagiert. Das ist, glaube ich, wirklich genau der Fehler. Genau, man muss, weil ich hatte halt die Angst, dass das stimmt. Also ich hatte wirklich Angst, dass das mit dem Gehirntumor stimmt. Und da habe ich mir gedacht, und dann habe ich zwischendurch sogar auf seine Mutter angerufen, als er dann angeblich in Darmstadt gehockt hat. Stimmte das denn? Nein. Na, weiß ich nicht. Die Mutter hat mir gesagt, sie wollte von dem allen nichts hören. Ich sollte ihn in Ruhe lassen, er sollte mich in Ruhe lassen und das wäre doch alles gegessen. Bereust du denn jetzt deinen Schritt, dass du dich von ihm getrennt hast? Nein. Das nicht? Weil ich glaube, je länger es gedauert hätte, umso schlimmer wäre es geworden. Also das ist ja schon, wie du es gerade beschrieben hast, das kann man ja schon als Stalking bezeichnen. Und mittlerweile gibt es klare und neue Gesetze in Deutschland. Also wenn ihr das noch weiter treiben sollte, kannst du da durchaus die Polizei einschalten. Ja, ich war auch schon ein paar Mal davor, aber jetzt kam halt eine Woche nicht. Gut, wenn es sich jetzt beruhigt. Ja, aber vielleicht ist wirklich auch dein Fehler gewesen, in irgendeiner Weise zu reagieren. Ich glaube, jede Reaktion animiert solche Leute dann weiter irgendwas zu machen. Das Beste und die schärfste Waffe ist, glaube ich, das Schweigen, was man hat. Ja, das glaube ich auch. Also ich habe jetzt momentan, er hat auch, nach der Trennung war aber meine Mutter terrorisiert. Ich habe also die Handynummer gewechselt. Ich habe mir einen Anrufbeantworter angeschafft, damit er nur noch auf den sprechen kann und ich nicht mehr dran gehen muss. Ja, das sind alles ganz gute Sachen, Aber er lässt, also das geht jetzt. Also er hat mich auch zeitlang, ich muss teilweise Tabletten nehmen, weil ich nicht mehr schlafen konnte, weil er mich nachts angerufen hat und ich hatte zum Zeitpunkt Gott sei Dank frei. Also man muss sich dann letztendlich vor solchen Sachen und vor solchen Menschen schützen. Nur habe ich es gerade mit dieser Darmstadt-Geschichte nicht richtig kapiert. Lebt er denn jetzt in Darmstadt im Moment oder ist er in deiner Umgebung wieder? Ja, 60 Kilometer von mir entfernt. Und angeblich, er hat mir erzählt, er sei in den Zug gestiegen, er sei bei mir gewesen, er sei mit dem Zug nach mir gekommen, hätte irgendwo angeblich hier auf dem Bahnhof übernachtet und sei dann in Darmstadt, sei dann vorhin im falschen Zug gestiegen und sei bis nach Darmstadt gefahren. Weißt du, Steffi? Aber guck, das sind 3 Umsteige. Du beschäftigst dich auch schon viel zu sehr damit. Das ist völlig egal, wo der eingestiegen ist und wo er einen Zug verpasst hat oder nicht. Wenn du für dich entschieden hast, die Sache ist vom Tisch und du willst von diesem Mann eigentlich nichts mehr wissen,
und du möchtest eine Trennung wirklich haben. Und es sieht ja wirklich so aus, als würde der dich terrorisieren und versucht da verschiedene Mittel, um dich irgendwie zu aktivieren. Ja. Mitleidstour, Drohen, Liebesbeweis, alles, die ganze Palette, die man so kennt. Mhm. Da musst du strikt sein. Ich würde dir wirklich raten, jetzt weiterhin überhaupt gar nichts zu machen. Und wenn es dann nochmal losgehen sollte oder vielleicht sogar noch heftiger losgehen sollte, dann informiere die Polizei. Ja, darauf wird es noch hinauslaufen. Denn du hast gerade schon gesagt, dir geht's schlecht und je länger man sowas... Inzwischen geht's wieder. Ja. Lass mir Ruhe, inzwischen geht's. Ja. Aber ich habe schon mit meinem Anwalt geredet und habe da schon so ein bisschen Feedback mir geholt. Ah ja, du bist da schon gut informiert. Ja. Das ist gut. Ja, da würde ich sagen... mach es so und ich hoffe, dass die ganze Sache sich gütlich regelt, insofern, dass er jetzt auch schweigt. Dann wäre es ja gut, dann wäre allen gedient und dass er sich dann auch irgendwie wieder fängt. Und das ja, er hat jetzt am 28. gebe ich dir Gehirn, also wird repariert am Gehirn. Ich werde das, also ich möchte einfach wissen, ob es stimmt und ich werde dann im Krankenhaus anrufen und mal fragen, ob der denn da liegt. Ja, aber und nur das. Aber nur ja, das. Natürlich, ich will nicht mit ihm reden. Ich will nur wissen, ob es ihm gut geht. Und wenn dir sagt, nö, er liegt jetzt im Koma oder keine Ahnung, dann weiß ich, das hat er mich wenigstens nicht angelogen. Ja. Das wäre schon mal gut zu wissen. Liebe Steffi, auf dass er dich nicht mehr nervt. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800, ihr Lieben, 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet domain@wdr.de. Wie immer montags eine freie Runde, wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch hier und ich bin jetzt verbunden mit dem Marc. Und Marc ist, wie alt ist er? 18 Jahre. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen. Ja, hallo Marc. Schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's denn? Folgendes Problem. Ich mache eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Ja. Ich bin jetzt 18 Jahre alt, mache die Ausbildung seit einem Jahr. Ja. Und arbeite mit meinem Chef zusammen, also der Pflegedienstleiter. Und unser Pflegedienstleiter, oder vielmehr mein Pflegedienstleiter, hat ein Verhältnis mit meiner Mutter. Und das auch schon seit einem Jahr. Und das ist offiziell? Das ist nicht ganz offiziell, das läuft eigentlich alles unter Geheimhaltung. Das ist halt so. Ja, weiß denn dein... Weiß denn dein, ich nenne ihn mal deinen Chef. Ja, mein Chef. Weiß dein Chef, dass du das weißt? Natürlich weiß er das. Der weiß das. Er geht bei uns zu Hause ein und aus. Ach so. Mhm. Hat er das auch irgendwie getrickst, dass du den Job da kriegst? Nee, das nicht. Das, also, nicht. Das war ganz normal beworben und meine Mutter kam halt irgendwann dann mal in die Klinik und einfach mal so mit dem Chef zu sprechen, eine Ausbildung, wie es halt so ist. Du machst die Ausbildung seit einem Jahr, sagst du? Ich mache die seit einem Jahr. Und wie lange ist, haben die ein Verhältnis schon, deine Mutter und er? Also auch fast ein Jahr. Ja. Fast ein Jahr zusammen. Mhm. Ja gut, und wir haben halt Geschichten zusammen gemeinsam. Dann fährt er halt mit uns nach Hause. Oder vielmehr mit mir nach Hause. Ja. Und da geht es dann natürlich immer drunter und drüber. Also sie hat sich halt total von ihm einwickeln lassen. Wie, was heißt das, drunter und drüber? Ja, es ist halt... Es geht halt ziemlich heiß her, wenn man das so will. Und das ist halt für mich eine Belastung, weil das auf Dauer so nicht weitergehen kann. Also streiten die oft, oder was? Nein, überhaupt nicht. Also auf Deutsch gesagt, er geht ständig mit ihr ins Bett. Ich komme überhaupt nicht mehr an sie ran. Ja. Weil halt einfach keine Zeit mehr da ist. Es ist wie abgeschnitten alles. Also sie sieht nur noch ihn. Also deine Mutter ist voll im Beschlag von ihrem Freund. Von ihrem Freund. Der wiederum dein Chef ist. Der wiederum mein Chef ist. Vielleicht du bist irgendwie sauer auf den, weil deine Mutter weniger Zeit für dich hat? Ja, halt auch. Ich meine, man hat ja auch mal Probleme zu klären oder irgendwas familiär. Du kannst es aber nicht so richtig zeigen, weil er eben auch dein Chef ist. Es geht halt schlecht. Er behandelt mich halt wie ein Sohn. Mhm. Er ist halt wie ein väterlicher Freund. Mhm. Aber irgendwo ist es halt auch noch mein Chef. Mhm. Erst habe ich es auf seine Mentalität geschoben. Also er ist Türke. Also ich habe absolut nichts gegen Türken. Nicht, dass du denkst, dass ich da jetzt was dagegen habe. Mhm. Habe ich nicht. Das muss man nicht immer sagen, wenn man die Nationalität erwähnt. Das habe ich auch nicht vorausgesetzt bei dir, wirklich nicht. Ja, nein, überhaupt nicht. Aber ich habe es halt auf die Mentalität geschoben, aber er führt sich halt wirklich auf Arbeit ist er halt der Chef und zu Hause ist er halt der Papa. Mhm. So ungefähr. Das ist auch so weiter geplant, dass du mit deiner Mutter zusammen wohnen bleibst. Ja, erstmal schon, solange ich die Ausbildung mache. Hast du denn, ich meine, das ist ja eine Unzufriedenheit, die du da hast. Ja, es ist eine Belastung. Also ich kann. Aber er wohnt nicht permanent bei deiner Mutter, oder doch? Nee, nicht permanent. Also bei euch. So gut wie. Ja. Er kommt schon ziemlich halt oft, aber man geht zur Tür rein und dann hat man keine 5 Minuten und dann sind die beiden schon verschwunden. Also das Hauptproblem für dich ist, dass die beiden zu viel Sex haben?
Kann man das so sagen? Wenn man das so will, vielleicht schon, ja. Es ist ja, wir haben so viel Sex, dass deine Mutter gar nicht mehr viel Zeit für dich hat. Ja, es ist ja an und für sich nichts Schlimmes, dass sie das halt hat. Nee, aber irgendwann ist es dann immer gut mit dem Sex. Aber irgendwann muss es halt auch mal gut sein. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ich habe ihn schon mal versucht, darauf anzusprechen. Und da kam dann halt einfach nur, ja, ich bin halt nur mal unersättlich. Bin halt verrückt danach. Ja. Wie alt ist deine Mutter und wie alt ist er? Wir sind beide 38. Beide 38. So, jetzt gehe ich mal davon aus, oder ich hoffe, dass du mit deiner Mutter auch schon mal darüber gesprochen hast. Habe ich auch schon, ja, aber ich... Wie sagst du, was wäre... Gegen eine Wand. Mhm. Die nimmt das nicht ernst, dass du sagst... Nicht direkt, nein, sie tut das einfach als wie eine Spinnerei ab, wie eine Laune. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, Marc, wenn die beiden schon über ein Jahr zusammen sind, dass die quasi die ganze Freizeit, die sie miteinander im Bett sind und Sex... Das ist vielleicht so die ersten Wochen oder so mal, aber immer, das ist doch fast gar nicht zu glauben. Ja. Aber es ist so. Aber es ist so, ja. Und irgendwann geht's nicht mehr und irgendwann kann ich halt auch nicht mehr. Was vermisst du? Was ich vermisse, ist eigentlich mehr oder weniger die Zeit, die wir vorher hatten, also die familiäre Zeit. Also es gab halt meine Mutter, es gab mich, es gab unsere Verwandtschaft und das sieht sie halt alles nicht mehr. Jetzt gibt's nur noch den... Dein Chef und, Chef, ja. Und das Bett. Und das Bett halt, das ja. Bett. Das hat eine unheimliche Lautstärke und... Achso, du hörst das auch noch alles dann, wenn die zugange sind. Immer nebeneinander, ja, in der Wohnung. Das ist ja auch noch pikant, wenn man die eigene Mama beim Sex laut hört. Ist auch nicht so schön. Ist halt schon ziemlich. Ist natürlich eine unangenehme Situation für dich, wenn es denn genau so zutrifft, wie du es mir gerade gesagt hast. Richtig. Andererseits, deine Mama ist eine erwachsene Frau. Sicher. Die, muss wissen, was sie tut. Ja. Und du bist ein junger, erwachsener Mann. Letztendlich wirst du da gar nicht viel bewirken können, wenn deine Mutter sich im Moment für so eine Art von Leben entschieden hat. Es wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als das zu akzeptieren. Wenn du das schon einige Male gesagt hast und sie nicht darauf reagiert, dann kannst du es vielleicht nochmal sagen und vielleicht auch nochmal in aller Deutlichkeit. Aber wenn sie dann immer noch dicht macht, dann musst du es erstmal so hinnehmen. Ich habe ja eigentlich mit ihr jetzt das Problem gesagt, dass sie mir halt nicht zuhört. Ich meine, er hört mir ja schon ein bisschen eher zu. Also er ist schon ein Mensch, der dann halt auch schon so ein bisschen drauf eingeht. Jedenfalls so in den ersten Minuten, wenn man jetzt so ein Gespräch führt oder so. Also oder wenn man auf der Fahrt... Wichtig ist ja auch für mich, dass es da kein... du streitest ja nicht mit dem Mann. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ja noch viel schlimmer, wenn er jetzt ständig auch noch streit und zanke darauf. Nein, ich baue ihn nicht an oder sonst was. Also das überhaupt... Vielleicht liegt es auch daran, Marc, ich weiß nicht, wie lange hast du alleine mit deiner Mutter gelebt? 6 Jahre. Vielleicht ist es, vielleicht hast du dich ja auch so sehr dran gewöhnt. Vielleicht ist es für dich auch so was Ungewohntes, dass da jetzt ein Kerl ist und deine Mutter verliebt ist. Und ja, mein Vater ist halt vor 6 Jahren gestorben und seitdem war da halt nichts mehr. Und ja, vielleicht ist es für dich auch ein bisschen schwierig, sich damit zu arrangieren. Vielleicht kann man ja auch mal so eine Haltung einnehmen, gönn was der Mutter, dass sie einen netten Typ hat und dass sie auch guten Sex hat. Ja. Und dann steckst du halt ein bisschen zurück. Deine Mutter wird es auch schwer gehabt haben, wenn der Vater so früh gestorben ist. Und ja, bist du das einzige Kind oder gibt es noch andere? Ich bin das einzige Kind. Ja. Und wenn das gar nicht mehr, wenn dir das zu sehr auf die Nerven alles geht, dann kannst du ja wirklich mal überlegen, ob du dir irgendwo ein Zimmer nimmst oder eine Bude. Das ist natürlich ein finanzielles Problem, ist mir schon klar, aber irgendwie kann man das ja vielleicht auch drehen. Es ist halt einfach so, dass es halt von seiner Meinung her halt ist, dass es halt was Festes ist, was Bleibendes ist. Und er halt dann auch schon gesagt hat, Mensch, Junge, sieh mich doch irgendwie auch als deinen Papa an. Das kannst du aber nicht. Ja, es ist das, was mir halt noch ein bisschen schwerfällt. Ja, musste ja auch nicht, Mensch. Das ist auch schwer, wenn man mit 18 plötzlich einen Mann vor sich hat und der sagt, sieh mich als deinen Papa an. Wenn du ein gutes Verhältnis zu ihm hast, ein gutes Männerverhältnis, ist das ja schon, das reicht doch völlig aus, da musst du ihn doch nicht als Vater sehen, ist doch Quatsch. Er ist halt mehr so ein Familienmensch. Ja, gut, dann soll er so Papa-Verhältnis nennen. Wenn es für dich okay ist und wenn du den einigermaßen nett findest, ist es doch gut. Ja. Und perspektivisch ist es vielleicht sogar sowieso ganz gut, wenn du deine eigenen Wege gehst. Und vielleicht entspannt sich die ganze Situation auch, wenn du da erstmal raus bist aus der Wohnung und deine Mutter nicht immer nebenan stöhnen hörst. Ja, das hoffe ich ja vielleicht. Vielleicht wird es dann mit der Zeit besser. Ja. Also ich würde jetzt ein bisschen gelassener daran gehen. Vielleicht nochmal mit der Mutter reden und wenn das nichts nutzt, dann gut, dann lass den Dingen erstmal so ihren Lauf. Ja? Mein Lieber. Kann ich versuchen. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir, Marc. Okay. Tschüss.
Bis dann, Domian. Jo, tschüss. Jetzt geht es weiter mit der Julia. Und Julia ist 23. Hallo, Julia. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Julia. Was ist dein Thema? Ja, wie ganz am Anfang geht es auch um eine Krankheit. Ich habe die Diagnose oder die wahrscheinliche Diagnose, muss ich sagen, in dem Fall Krebs. Mhm. Ich bin relativ jung, was du gerade gesagt hast. 23, ja. Was für ein Krebs? Es handelt sich dann wahrscheinlich um Darmkrebs. Du sagst wahrscheinlich. Was deutet darauf hin? Ja, es ist halt so, ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich habe jetzt seit 4 Jahren eine chronische Darmkrankheit, Morbus Crohn. Mhm. Und seit Weihnachten ging es mir halt gar nicht so gut. Ich war dauernd müde, musste erbrechen, Durchfälle und so weiter. Bin dann zum Arzt gegangen. Und der hat natürlich erstmal das ganz Normale gemacht, Blutbild. Und hat dann festgestellt, dass die Blutwerte absolut auf gut Deutsch für den Arsch sind. Mhm. Hat mich zu einem weiterführenden Arzt geschickt. Der hat eine Spiegelung vorgenommen und hat dann... Also eine große Darmspiegelung? Bitte? Eine große Darmspiegelung. Ja, genau. Mhm. Und hat dabei dann 5 Darmpolypen festgestellt, was grundsätzlich schon mal sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise findet man bei sowas vielleicht 1 oder 2 und nicht direkt 5. Ob es jetzt genau Krebs ist, kann man halt erst sagen, wenn diese Dinger entfernt und eingeschickt worden sind. Mhm. Das heißt, du musst operiert werden? Am Donnerstag. Am Donnerstag? Ja. Ist das eine schwierige Operation? Wird der Bauch dafür geöffnet oder kann man das so machen wie bei der Spiegelung? Nee, es wird halt auch ähnlich wie bei einer Spiegelung gemacht mit diesem langen Rohr und einer Zange, wo diese Polypen dann entfernt werden. Das heißt, das ist nicht so eine schwierige Operation? Das nicht, nein. Gott sei Dank wenigstens das nicht. Das heißt, dann werden die Dinge rausgeholt, dann werden die histologisch untersucht. Mhm, genau. Und danach weißt du erst, nun gibt es ja viele, das weiß ich auch, viele gutartige Polypen, die man hat und die einem nichts anhaben können. Was hat denn der untersuchende Arzt zu dir gesagt? Deutet das denn auf Krebs hin? Du hast von den Blutwerten gesprochen, die nicht gut sind. Ja, also ich habe zu wenig rote, zu wenig weiße Blutplättchen. Meine Entzündungswerte, die bei einer Frau in meinem Alter bei ungefähr 11 bis 12 liegen, sind auf 6 runtergesunken. Mhm. Und das sind halt schon ziemlich sichere Zeichen. Und zum anderen... Andererseits hast du ja diese schwere Darmerkrankung, Morbus Crohn, die ja nun auch alles durcheinander bringt wahrscheinlich. Genau, ne? Richtig. Mhm. Ja, und zu guter Letzt bin ich familiär auch noch ein bisschen vorbelastet. Also sowohl mein Opa als auch meine Mutter hatten Krebs. Auch Darmkrebs? Nee, meine Mutter Unterleibskrebs kurz nach meiner Geburt und mein Opa Prostatakrebs. Ja. Wobei das dann nicht unbedingt eine, glaube ich, zu wissen, dass man nun daraus nicht schließen kann, unbedingt, dass jemand eine Disposition für Darmkrebs hat. Aber das ist jetzt Laiengeschwätz, da will ich mich gar nicht äußern. Mhm. Was ich jetzt einfach wichtig finde, ist, dass du vielleicht hoffnungsvoll und guten Mutes in diese kleine OP gehst und man dann erstmal wirklich hofft, dass die Untersuchungen ergeben, dass es nichts Bösartiges ist. Und erst danach dann diesen ganzen großen Gedanken Kasten aufmacht, was wird jetzt und was ist es? Ja, wobei hoffnungsvoll ist so eine Sache. Ich habe es letzte Woche Dienstag erfahren und genau am selben Tag hat halt mein Freund sich von mir getrennt, der eigentlich ein ziemlich starker Rückhalt in meinem Leben war. Ja, das ist in der Tat schlimm. Das haut einen dann um. Das hat mir so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Und sag mal, noch eine medizinische Frage. Der Arzt, der die Darmspiegelung gemacht hat, der hat diese Polypen ja gesehen. Ja. Hat der sich in irgendeiner Weise geäußert? Kann man das schon so ein bisschen sehen, ob das was Gutartiges oder Bösartiges ist? Oder hat er sich nur neutral geäußert? Er hat sich neutral geäußert, weil er will mich natürlich auch nicht verschrecken. Verstehe. Und hat da nichts weiter zu gesagt. Kann man nicht? Ich dachte mir, dass man während einer Spiegelung diese Polypen schon entfernen kann. Warum ist das nicht gemacht worden? Weil es dazu vorher zu meiner, ich hätte da einstimmen müssen und da ich ja in Narkose gelegen bin, konnte er das nicht machen. Mhm. Stimmt man da nicht automatisch gleich vorher zu? Nein. Man nicht. Okay. Also ich muss halt oder musste vorher auch regelmäßig zur Spiegelung und ich wurde halt immer gefragt, nur vorher hat sich da halt nie großartig was gezeigt und jetzt kam es halt dann raus. Julia, lass uns doch einfach zusammen die Daumen drücken, dass der Befund für dich gut ist.
Das heißt, dass es nichts Bösartiges ist. Ja. Und lass uns noch nicht spekulieren, was wäre, wenn. Das ist nicht gut. Und die Sache mit deinem Freund ist natürlich misslich. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Wir waren leider nur ein halbes Jahr zusammen und ich gebe mir halt relativ große Schuld, dass es an mir liegt, dass die Beziehung zu Ende ist. Warum? Was wäre deine Hauptschuld oder was ist deine Hauptschuld, deiner Auffassung nach? Naja, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich mach's kurz. Ich habe ihn angelogen. Er hat mir zweimal die Chance gegeben, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe mein Spiel weitergespielt. Angelogen wegen eines anderen Mannes? Nein, nee. Absolut nicht. Wegen was? Ja, ich habe mich halt geschämt. Ich habe die letzten 5 Jahre, also sprich quasi mehr oder weniger nach der Schule, meinen kranken Opa zu Hause gepflegt. Ich habe in dem Sinne keine Ausbildung gemacht, kein Studium oder sonst irgendwas. Und Menschen, die ich vorher kennengelernt habe, die haben mich immer so ein bisschen müde belächelt. So, keine Ausbildung, kein Studium, nichts. Und ja, ihm habe ich dann halt was ganz anderes gesagt und nicht, dass ich mich... um meine Familie kümmere und ja. Du hast ihm eine tolle Ausbildung oder einen Beruf oder irgendwas vorgelogen. Ja, genau. Also das ist dann schon eine große, schwere Lüge, ne? Wenn man so eine... Ja. Und wie gesagt, er hat mir mehrmals die Chance gegeben, mich ihm zu offenbaren. Ich habe es nicht getan, bis ich irgendwann nicht mehr damit leben konnte und habe gesagt, so, hier, so und so ist das. Ich habe ihm dann die komplette Wahrheit erzählt. Woraufhin er meinte, ich find's gut, dass du zu mir kommst, mir das sagst. Ich gebe dir auch noch eine zweite Chance. Das war am Valentinstag. Ja, und dann jetzt gut 4 Wochen später hat er sich endgültig von mir getrennt. Hast du denn nochmal irgendetwas getan, worüber er sich geärgert hat? Nein, das nicht. Also er hat zu dir gesagt, ich gebe dir nochmal eine Chance, aber er hat sich dann nicht an sein Wort gehalten. Das ist richtig, ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich war... seine erste Freundin, er ist 26, hatte vorher keinerlei Kontakt mit Mädels. Ich hatte vorher schon Beziehungen, in denen ich halt auch oft enttäuscht worden bin. Er ist unbefleckt an die Sache herangegangen, ohne Enttäuschung und so weiter. Und ich konnte ihm einfach nicht so die Liebe, die Zuneigung, die Aufmerksamkeit geben, wie er das gern gehabt hätte. Ist denn so nach deiner Einschätzung die Sache jetzt definitiv vorbei oder ist da noch ein kleiner Hoffnungsschimmer irgendwo am Horizont? Ich hoffe es für mich selber. Wie er darüber denkt, weiß ich nicht. Er redet momentan auch nicht mit mir. Er weiß auch nichts von meiner Diagnose. Ja. Er hat sich ja von dir getrennt. Ja, richtig. So. Er weiß noch nichts von deiner die Diagnose in Anführungszeichen. Ne? Die ist ja noch nicht klar. Ja. Ich würde an deiner Stelle ihn darüber auch nicht informieren, denn dann hat das so eine Mitleidsschiene. Ja, und das darf nicht sein. Wenn, dann muss der freiwillig kommen und nicht, weil du ihm leid tust. Ja. Wahrscheinlich ist das Beste, wenn du auch erstmal dich da zurückhältst und von ihm dann, ich gehe mal davon aus, dass du dich schon zu Genüge entschuldigt hast und auch formuliert hast, dass du gerne mit ihm zusammen sein möchtest. Ja. Ja, also weiß er Bescheid. Ja. Halt dich zurück. Das ist natürlich im Moment auch ein bisschen bitter. In der Situation. Aber das Klügste, was du machen kannst, finde ich. So, liebe Julia, und jetzt nochmal drücken wir alle dir die Daumen, dass das gut abgeht. Von ganzem Herzen. Alles Liebe. Danke. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, das könnte ich euch ja zwischendurch mal sagen, morgen heißt unser Thema brutale Jugendliche. Ich möchte gerne mit brutalen Jugendlichen persönlich reden, die bereit sind, die mutig sind, die vielleicht nicht nur so mutig in Anführungszeichen auf der Straße sind und krasse Sachen machen, sondern die auch den Mut haben, hier anzurufen und dazu zu stehen, was sie tun, die andere zusammenschlagen, die gewalttätig gegen andere sind, gegen Jugendliche, gegen Erwachsene, vielleicht auch gegen ältere Leute oder alte Menschen. Und ich möchte gerne mit Opfern von brutalen Jugendlichen sprechen. Wie habt ihr so etwas erlebt? Wo habt ihr es erlebt? Im Moment überschlagen sich ja in den Zeitungen, in den Großstädten die Meldungen darüber, dass es immer schlimmer wird, dass die Kriminalitätsraten der Gewaltverbrechen explodieren, zumindest in den Metropolen. Und dass die Gewalttäter immer jünger werden. Und die Polizei öfters auch dann vor, mit ratlosem
Ansinnen davor steht und nicht weiß, was sie tun soll. Also, unser Thema morgen heißt brutale Jugendliche. Wenn ihr zu diesem Thema gerne mit mir sprechen wollt, als Täter oder als Opfer, dann meldet euch bitte hier bei uns rund um die Uhr über domian@wdr.de oder ruft an morgen ab 0 Uhr und dann auch während der Sendung natürlich. So, jetzt freue ich mich auf die Katja. Und Katja ist, wie alt ist sie? 36. Guten Morgen, Katja. Ja, guten Morgen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, hi. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ich war mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Ich wollte noch was zu der Julia sagen. Ja. Ich wünsche ihr ganz viel Kraft, vor allen Dingen, weil sie da jetzt irgendwie ganz alleine mit durch muss irgendwie. Wenn man so eine Krankheit hat, dann ist das bestimmt auch ziemlich alleine, weil man ja das wirklich nicht wirklich mit jemandem teilen kann. Ja, sehr nett, dass du sagst und wahrscheinlich hört Julia noch zu und sie freut sich, dass du das gesagt hast. Ja, weil also mein Thema ist halt, ich als Mädel gehe alleine aus. Mhm. Nicht immer, aber immer öfter. Und nachdem ich das von Julia gehört habe, dachte ich mir so, okay, mein Problem ist dann halt wahrscheinlich eher sekundär. Aber es hat mich heute bewegt und wollte wissen, wie du darüber denkst. Mhm. Und zwar kommt es immer mal wieder vor, dass ich am Wochenende oder so alleine weggehe, wenn Freundinnen von mir keine Zeit haben. Wohin gehst du? Partys, Clubs. Also hier. Also Clubs schon? Auch in Clubs, klar, auf Partys halt. Ich gehe, wenn, dann gehe ich zum Tanzen. Und meine Erfahrung ist halt zweigeteilt. Also hin und wieder ist es so, das ist total nett. Und man taucht so in der Menge unter, geht tanzen, lernt Leute kennen. Ich treffe manchmal auch Freunde und so. Aber die andere Seite der Medaille ist eben, dass es auch teilweise so ist, dass man schräg angeguckt wird. Also in Läden, wo es jetzt nicht dunkel und mega voll ist. Mhm. Was heißt schräg angeguckt? Von Typen nach dem Motto, die ist auf Männer fangen oder? Ja, von Männern und von Frauen. Also von Männern, je nachdem, ich habe immer das Gefühl, man wird so abgecheckt, ich bin jetzt nicht irgendwie super toll, aber ich bin auch nicht super hässlich und die Jungs gucken, wer ist alleine da oder kriegen das irgendwie wohl schon mit. Und ich gehe jetzt auch nicht gleich da los und suche mir da die nächste Vierergruppe und stelle mich dazu, damit ich nicht alleine bin, sondern man akklimatisiert sich ja dann erstmal so. Und meine Erfahrung ist halt, dass es ab und zu so ist, dass man da blöder angequatscht wird, beziehungsweise auch angepackt wird. Angepackt sogar? Ja, und ich kann mich da auch ganz gut wehren, aber heute war das eben so, dass ich dachte so, es ist schon manchmal verletzend auch. Du warst heute auf der Rolle? Jetzt heute Abend konkret nicht, aber so die letzten Wochen bin ich ein paar Mal alleine weg gewesen und hatte dann eben auch ein super Erlebnis und dann zweimal war es eben wieder so, dass ich abends nach Hause gegangen bin und gedacht habe, hätte ich mir das jetzt besser geklemmt irgendwie. Erzähl doch mal so ein krasses Erlebnis, was dich schon sehr ärgert und provoziert. Am Samstagabend war ich halt in so einer Salsa-Bar und ich habe dann bestimmt anderthalb Stunden oder so erstmal was getrunken, war noch am Anfang ziemlich leer, ich bin ein bisschen zu früh da gewesen. Und dann bin ich tanzen gegangen und da waren da so Vierergruppe Typen oder so, die angefangen haben, so erstmal so rumzugrölen und so. Und dann habe ich dem gesagt, er soll mal ganz cool bleiben. Und er hatte mir an den Hintern gepackt. Was macht man dann? Was machst du? Was hast du denn? Dann habe ich, weil es ist ja nicht so super lasziv irgendwo in der dunklen Ecke. Das heißt, das ist schon vor Leuten. Und dann habe ich den weggeschubst und gesagt, pass mal auf, pack mich nicht an, lass mich gefälligst in Ruhe, hab den weggeschickt und bin tanzen gegangen und hab das halt mit Humor genommen. Irgendwie, weil ist ja klar, wenn du abends weggehst, die Leute haben was getrunken, aber es ist halt demütigend. Und ich bin halt im Moment in so einer Situation, wo ich so denke, und ich lasse mich trotzdem nicht davon. Ich wollte gerade sagen, Katja, ich finde das ja super, dass du alleine auf die Rolle gehst. Ich kenne so viele Frauen, die immer sagen, ah nee, das mache ich nicht alleine und das ist irgendwie blöd. Ich finde es gut, dass du es machst. Ich würde auch sagen, lass dich davon nicht unterkriegen, wenn dich da so ein paar Heinis mal irgendwie blöd anmachen. Und wenn es zu schlimm ist, dann sag dem Wirt Bescheid oder dem Mann an der Bar. Ich glaube, dass oder dem Türsteher, die werden dann schon dir zu helfen wissen. Dieser Typ, der ist auch also 5 Minuten später oder so. Da war ich wieder bei meinem Drink an der Theke oder so. Dann ist der ausgeklingt, also der hatte da mit anderen Leuten Streit und der ist dann auch rausgeflogen. Ja, genau, also ich kann mir vorstellen, dass sobald du einen Ton dem Barkeeper sagst oder dem... Nee, aber ich meine, wenn irgendwann sowas passiert oder dem Türsteher, hast du sofort deine Ruhe und die fliegen raus, weil das aber will keine... Das Ding für mich ist halt so, es ist gar nicht der eine Typ und es ist gar nicht, weil das ein Mann war oder so, sondern
es verletzt einfach und es sind nicht nur die Männer, es sind auch Frauen. Und was mich halt so unheimlich abtörend ist, dass es so einen Gruppenzwang gibt. Also dass die Menschen... Was sind denn die Frauen? Lass mich mal unterbrechen. Was sind die Frauen? Was machen die Frauen? Wie die tuscheln, nachdem man die hat's nötig da. Speziellen Abend, da hatte ich das mehrfach. Ich habe danach noch eine super Nacht gehabt, weil ich war noch woanders, habe noch einen Freund von mir getroffen, dem habe ich das erzählt. Und dann habe ich mich echt blöd gefühlt, weil ich dachte so, ey, endlich ist einer da, der neben mir steht, der mich beschützt. Das habe ich sonst nicht. Aber da war das wirklich so, da bin ich rein, habe mich da hingestellt, mir meinen Drink bestellt. Ich kannte auch die Leute an der Theke, das war nicht das Problem. Aber dieses Gefühl, weißt du, dass da andere sind, die sind in der Gruppe und dann... Geben Sie dir einfach ein Gefühl, ich habe irgendwie so eine Antenne dafür, wenn über mich gesprochen wird. Ich glaube, da muss ja einfach ein dickes Fell, ich meine, das hast du auch. Ja. Da muss man sich ein dickes Fell zulegen. Vielleicht hilft es ja auch, wenn, ich weiß nicht, ob du, wohnst du in einer sehr großen Stadt? In der Mittelgruppe. Gut, dann, dass du dir auch so deine Stammläden aussuchst, da kennt man dann schon das Personal und da kann man eher so ein bisschen reden und fühlt sich dann auch so eher ein bisschen aufgehoben, als wenn man ständig in ganz neue Läden geht und sich da neu behaupten muss. Ja, das mache ich ja auch gerne. Also, lass dich nicht unterkriegen. Mach das weiter so. Ich finde das gut. Ich finde es wirklich, offensichtlich macht es ja letztendlich doch auch Spaß. Und das Positive überwiegt. Sagen wir es so. Sonst würdest du es ja auch nicht mehr machen. Ja, okay, das stimmt schon. Und es gibt sicher auch nette Erlebnisse, wo du auch Leute kennenlernst, wo es gut dann endet und einfach ein toller Abend ist. Trotzdem finde ich es traurig, dass das so ist, dass die Leute, wenn sie in der Clique unterwegs sind, so sind die Leute, angucken, der alleine unterwegs ist. Und ich bin gerne, ich reise auch gerne alleine. Ich finde das total... Weißt du, die in der Clique dich da doof angucken, die trauen sich gar nicht alleine aus. Das weiß ich alles, aber dann sag du mir doch bitte eins. Was soll ich in so einem Moment denken, um sofort, dass mir das echt am Arsch vorbeigeht? Ja, genau so. Genau, denk genau das. Dass mir das im Arsch vorbeigeht. Ich würde gar nicht drüber nachdenken. Guck woanders hin und wend dich ab und gut ist. Okay. Genauso musst du es machen, Katja. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bist du bist solo, gehe ich davon aus, ne? Wenn du. Moment schon, ja. Hast du schon mal einen Typ, also eine Liebe in einer Disco kennengelernt? Ja. Erst du, hast du? Schon eine Weile her. Also ich bin jetzt schon länger solo und auch bewusst irgendwie habe ich die letzten Jahre keine, also 2 Jahre bin ich solo und habe auch in der Zeit, auch wenn mich jemand sehr angesprochen hat, nicht mitgenommen, sage ich mal so. Also eine Zeit, in der ich wild war, hatte ich auch, aber in den letzten Jahren habe ich einfach mehr so das Bedürfnis nach Intimität und nicht nach so einer schnellen Nummer. Und wenn das jemand ist, wo ich das Gefühl habe, nee, ach so, für länger ist das nichts, oder dann lasse ich das lieber bleiben. Also wenn ich alleine gehe, dann ist das normalerweise nicht, um einen aufzureißen. Das ist nicht meine Art. Aber ich habe auch schon jemanden kennengelernt. Für länger. Mit dem ich länger zusammen war. Aber es kann auch immer wieder mal so eine Nachtgeschichte passieren. Ja klar. Also je nachdem, wie du drauf bist. Also jetzt, wie gesagt, im Moment bin ich da nicht so, das mir nicht so danach. Was machst du vom Beruf? Ich mache Übersetzungen und ich male. Du malst und übersetzt. Aber das ist halt Beruf, ne? Da verdiene ich kein Geld mehr. Ich verstehe, ja. Manchmal finde ich das immer interessant. Ich frage ganz gerne meine Gäste, meine Anrufer, nach ihren Berufen. Weil wenn man so eine Weile mit jemandem spricht, dann macht man sich so ein Bild und überlegt, was könnte die oder der könnte der so machen. Ja, passt. Ja, ist okay. Ich habe mehrere Jahre auch in der Musikbranche gearbeitet und wahrscheinlich ist das noch so das Überbleibsel, dass ich das, ich bin auch vorher alleine unterwegs gewesen. Ja. Oder musste beruflich irgendwie, ne, da an die Orte gehen, wo es halt... Genau, da muss man das, wenn man in der Branche arbeitet. Das ist für mich persönlich halt sowas total Normales. Ja. Ich bin auch in verschiedenen Städten habe ich gelebt und in verschiedenen Ländern habe ich gelebt. Und ich bin jetzt in dieser mittelgroßen Stadt hier und das ist vielleicht auch ein Phänomen dieser Stadt. Also ich bin in Berlin, habe sowas zum Beispiel nicht kennengelernt. Ja, vielleicht, das kann sein. Ja. Aber es ist trotzdem, manchmal ist es halt also, so, dass ich denke... Dickes Fell und weiter deinen Spaß haben, so würde ich es machen. War nett, mit dir zu sprechen. Ich gebe das zurück. Katja, mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Hier ist Nele. Nele, 26. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Nele. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe dich an und zwar, ich trage die ganze Zeit ein Geheimnis mit mir rum. Mhm. Und zwar mein Sohn, der ist jetzt schon 2 Jahre alt. Mhm. Und ich bin damals fremdgegangen. Und mit meinem Ex-Partner damals. Mhm. Und daraus ist halt ein Kind entstanden. So. Und du warst damals mit... Ich war mit meinem Partner, mit dem ich zusammen bin, auch zusammen. Mit dem du jetzt auch nur zusammen bist. Genau, und ich weiß auch nicht warum, irgendwie auf einer Party. Und dann habe ich ihn angerufen und dann sind wir in die Kiste gehüpft. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Es wurde auch nicht verhütet.
Genau, und dann bin ich halt schwanger geworden. Und du bist sicher, dass er der Vater ist und nicht dein Partner? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Wir hatten jahrelang versucht, ein Kind zu bekommen. Und es hat nicht geklappt, und ausgerechnet an diesem Tag. Und dann war ich ja beim Arzt und der hat mir genau ungefähr so diese Zeit ausgerechnet. Gibt es bei deinem Partner denn hauchdünn irgendwie ein Zweifel oder eine Skepsis? Dass nein, überhaupt nicht. Aber für mich ist es halt eben die Hölle, weil ich das halt jeden Tag irgendwie da durchgehe. Und das glaube ich. Wahrscheinlich schon während der Schwangerschaft, ne? Ja, richtig, überhaupt. Die Entscheidung, ob ich das Kind behalte oder nicht, war schon ganz, ganz schlimm. Gab es denn direkt am Anfang, als du wusstest, dass du schwanger bist, gab es da schon so Überlegungen, ich sag's ihm vielleicht und schenke ihm reinen Wein ein? Nee, bloß nicht. Nee. Nein, aber für mich war halt die Frage, also meine Freundin wusste davon und sie hat immer gesagt, behalt das Kind, es ist dein Kind. Also wer weiß jetzt davon? Die Freundin weiß davon, wer noch? Also die Freundin weiß davon, sonst keiner. Sonst keiner. Der Mann, der wirkliche Vater, weiß das auch nicht? Nein. Deine Eltern, Mutter oder Familie? Also meine Eltern sind beide verstorben, also es gibt nicht wirklich Familie. Ah ja. Und aber jetzt halt hast du die große Gewissensbelastung. Ja, es ist ganz, ganz schlimm, ja. Hast du den Eindruck, dass es schlimmer wird, je mehr Zeit vergeht? Also ich habe halt eben Angst, so jedes Mal, wenn ein Familientreffen stattfindet, so von seiner Familie aus, dass halt irgendwann mal kommt, ja, er sieht ja gar nicht ähnlich oder... Und das ist so, ja, dass er ihm gar nicht ähnlich sieht? Ich weiß es nicht genau. Das Schlimme ist ja daran, dass ich es ja sehe. Oder also weiß. Also dir ist es schon klar, ne? Dass, ja, genau. Dass der Kleine... Und vor kurzem habe ich halt wirklich von jemandem ganz Unabhängigen gehört, ja, er sieht ihm ja gar nicht ähnlich. Und das heißt, ich habe natürlich Angst, umso mehr, umso älter er wird, dass es irgendwann mal auffällt oder... Ja, und dass es thematisiert wird, dass alle sagen, Mensch, der sieht dem Vater ja gar nicht ähnlich, wie komisch. Ja. Wie ist denn, bist du verheiratet mit diesem Mann, deinem jetzigen Partner? Nein, verheiratet nicht, aber wir sind schon so 5 Jahre bestimmt schon zusammen. Wie ist denn die Beziehung zwischen euch? Ja, geht so. Oh, das klingt nicht gut. Ja, nee, nicht unbedingt berauschend, ja. Das klingt aber überhaupt nicht gut. Wo hakt's denn? Ich weiß nicht, wir können nicht miteinander reden, gar nichts, wir unternehmen auch gar nichts und... Ist das schon länger so? Ja, schon lange. Auch schon. Das war ja auch der Grund, warum ich mich mit dem anderen getroffen habe. Achso, du bist aus Frust letztendlich bist du rausgegangen. Genau, ja, ich hatte mit einer Freundin was getrunken und wir hatten ihn angerufen und wir hatten uns dann getroffen und ich hatte auch überhaupt nicht darüber nachgedacht. Hat denn das Kind, als das Kind dann kam, eure Beziehung nochmal ein bisschen belebt? Das hat man ja manchmal bei eingeschlafenen Beziehungen. Genau, ja, das klar, schon. Das war, Also er liebt den Kleinen heiß und innig? Genau. Ja, Na, ich habe halt jedes Mal Angst, so von Tag zu Tag, er ist ja wie gesagt jetzt schon 2. Und dass man das dann doch irgendwann mal sieht. Und Bist du unglücklich in deiner Beziehung? Ja, schon, ja. Aber es ist eine Abhängigkeit, würde ich mal sagen, so eine Gewohnheitssache. Schlaft ihr denn jetzt noch miteinander? Ja, seltener als vorher, ja. Und wenn das passiert, ist das so die 0815-Nummer? Genau, es ist halt eben nichts mehr. Also die ganze Beziehung ist nichts mehr. Das sind harte Worte. Ich weiß auch nicht, viele sagen, ich sollte mich halt eben trennen und ich kann es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch Angst, weil das dann doch irgendwann mal auffliegt. Vor allem das Problem ist, er hat ja auch das Sorgerecht mit, wenn man es ja beantragt, obwohl wir ja gar nicht verheiratet sind oder so. Und er hat wirklich die Hälfte des Sorgerechtes und ich kann dann nicht mal sagen, ich hau einfach ab und dann ist gut, sondern... Nee, wenn, dann müsste das natürlich seinen klaren und ordentlichen Gang gehen. Also weißt du, Nele, solche Geschichten finde ich immer sehr, sehr, sehr schwierig, wenn man so die Herkunft eines Kindes verheimlicht, wer der wirkliche Vater ist. Ich weiß, ja. Einmal schwierig... aufgrund der gesamten Situation jetzt für dich auch, weil du ja in ständiger Angst lebst, dass das thematisiert wird und... Ja, vor allem, es war ja auch nicht beabsichtigt, das war ja wirklich... Gut, aber nun ist es ja passiert. Ja, ja. Und ich konnte mich halt nicht dagegen entscheiden und... Was auch sehr löblich ist, dass du das Kind hast. Ja. Aber je älter das Kind wird, desto mehr stellt sich natürlich auch die Frage, deine Verantwortung gegen dem Kind gegenüber. Willst du ein Leben lang dein Kind belügen?
Oder hat das Kind nicht auch ein Recht auf seine Wurzeln, auf seine Wahrheit? Ja, es ist richtig, aber dann sehe ich das wieder so, dass manche Väter, die Erzeuger auch, sind gar keine Väter. Mhm. Und dann sehe ich das einfach so, dass eben Vater ist eben Vater sein, das heißt Dasein. Das geht gar nicht darum, woher man kommt, sondern einfach nur, dass ein Vater da ist. Meinst du, nehmen wir mal an, es gibt sicher auch Ausnahmen, wo man sagt, okay, komm, wir legen den Mantel schweigend darüber, damit ist allen gedient. Aber in deinem Fall tendiere ich nicht dazu. Hm. Weil du nämlich erzählst und sagst, dass diese Beziehung so unglücklich ist und eigentlich gar keine richtige Beziehung mehr ist. Das heißt, ja, dieses Kind lebt ja gar nicht in einer glücklichen Umgebung. Denn natürlich versorgt und umsorgt ihr das Kind, aber natürlich kriegt das Kind mit, dass ihr nun gerade nicht ein harmonisches, glückliches Paar seid. Das kriegt jedes Kind mit. Ja. Und je älter er wird, desto mehr kriegt das mit. Hm. Und da ist natürlich so perspektivisch wirklich zu überlegen, ist es nicht einfach klüger und auch folgerichtiger, dass du aus der Beziehung rausgehst, und wenn du aus der Beziehung rausgehst, dass du dann auch wirklich mit der Wahrheit rausgehst. Ja, das ist eben das Problem, was ich habe. So, ich meine, die Wahrheit würde ich niemals, glaube ich, sagen. Hm. Was meinst du, wenn dann wir spulen mal die Zeit vor und überlegen mal, was dein Sohn als neutraler Beobachter, wenn der jetzt hier am Tisch säße und wir wären 20 Jahre weiter, was der wohl sagen würde? Wird er nicht sagen, hier Mama, komm, das musst du mir frühzeitig sagen. Ja, ich versuche das natürlich so heimlich wie möglich weiterzuführen, aber ich habe einfach Angst halt, dass es wirklich irgendwann mal... Was ist das Schlimme daran? Nehmen wir mal an, du trennst dich von deinem Partner. Die Beziehung ist eh unglücklich, ja, und gut, du bist unglücklich. Dass man sich trennt, okay, das sehe ich ja ein. So, aber die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, dafür bin ich einfach zu feige. So. Warum? Vor was hast du Angst? Ich weiß es nicht. Selbst, weißt du, die Situation wäre ja vielleicht noch viel komplizierter, wenn du sagen würdest, wir haben eine total glückliche Beziehung. Mein Mann und ich. Aber das ist ja nicht der Fall. Es ist ja eigentlich schon kaputt. Ja, das stimmt, aber das Problem ist halt, dass ich so lange gelogen habe dann auch, dass ich jemanden wirklich verletzt habe damit, dass ich, ja, aber ich dann komme ja selber nicht damit zurecht. Und wenn ich dann... Aber vergiss mal nicht, dass da noch ein anderer Mensch im Spiel ist. Wenn es nur um dich ginge, würde ich nur sagen, okay, gut, dann mach es so. Aber hier ist noch ein anderer Mensch im Spiel, nämlich dein Sohn, der irgendwann erwachsen... Ja, aber dann sehe ich das so, dass mein Sohn es vielleicht jetzt sogar besser hätte, weil er ja zwischendurch wenigstens auch wirklich da ist. Mhm. Geht vor allen Dingen auch jobmäßig, dass er halt eben nicht so viel da ist für uns alle. Mhm. Und dass ich einfach denke, lieber so, als dass jemand, der irgendwo, mit dem ich irgendwann mal ins Bett gegangen bin und der überhaupt gar kein Interesse zeigt. Das heißt, dass wirklich jemand, der meint, er sei der Vater oder möchte der Vater sein, dass er auch Vater ist. Mhm. Und anstatt jemand, der gar kein Interesse hat, ich finde das viel schlimmer für ein Kind, dass der Vater kein Interesse daran zeigt, der Richtige, der Erzeuger. Ich würde mal sagen, ich fände ja auch sehr schlimm, wenn dieser Mann plötzlich kein Interesse mehr hätte an dem Kind, was ihm angeblich ans Herz gewachsen ist, wenn er wüsste, es ist nicht sein Kind. Genau, und das wird aber so sein. Ja, aber das spricht aber auch sehr, sehr gegen den Typ. Also wenn das ein guter Typ wäre, dann würde er sagen, Mann, ich mag den Kleinen so sehr, das ist jetzt, ob das mein Sohn ist oder nicht mein Sohn, mit dem, den begleite ich jetzt im Leben. Ja, das sehe ich ja auch so, aber... Mhm. Bei ihm ist die Meinung halt so, ich kann es nicht erklären, aber er ist eh so ein komplizierter Mensch. Ja gut, so funktionieren ja viele. Ja, insofern ist das ja gar nicht eine Ausnahme. Er würde niemals so denken. Also du wägst jetzt ab, es ist besser für den Kleinen, dass da sich zumindest ein Mann, ein Vater in Anführungszeichen, drum kümmert, als vielleicht dann gar keiner, wenn es auffliegt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Frage, wie ehrlich lebe ich in meinem Leben? Und wie ehrlich erziehe ich auch mein Kind? Irgendwann, ich sage es dir, Nele, irgendwann stehst du und jede Woche, jeder Monat, der vergeht, wird der Lügenberg größer, über den du irgendwann drüber steigen musst. Hm. Und wenn der Kleine irgendwann 12 ist oder 14, 15 oder noch älter, dann irgendwann wirst du da stehen und sagen, ich kann nicht mehr, ich muss es ihm sagen. Und dann finde ich es noch viel dramatischer als vielleicht jetzt. Ich meine, es sind erst 2 Jahre. Du hast einen Fehler gemacht. Ja, es machen viele einen Fehler. Du kannst es, versuche jetzt das Beste noch draus zu machen.
Also meine, das ist aber wirklich eine Einschätzungsfrage. Meine persönliche Meinung wäre wirklich in dem Fall, dass du sehr genau über deine Beziehung nachdenken solltest. Wirklich dann vielleicht aufgrund der klaren Aussagen mit einer Trennung spielen solltest in Gedanken und dann die Wahrheit auf den Tisch legen solltest. Und wenn der Kleine älter wird, ihm das auch ganz einfach sagen, was geschehen ist in der Vergangenheit. Mhm. Je nachdem, wie alt er ist, das kann man natürlich so einem kleinen Kind nicht schon alles erklären. Ja. Ich würde dir mal gerne noch eine Meinung von meiner Psychologin anbieten. Ja. Ne? Hast du noch eine dann auch fachkundige Meinung, vielleicht hat sie noch einen anderen Aspekt, dann würde ich dich bitten aufzulegen und die Sabine, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Okay. Ja, liebe Nele, alles Gute wünsche ich dir, eine gute Entscheidung. Okay. Auf Wiederhören. Danke dir. Tschüss. Und hier ist Francis. Schönen guten Morgen. Ist das eine Frau oder ein Mann? Nein, eine Frau. Francis, 37, guten Morgen. Ich bin immer wieder hier, Frank. Um was geht's? Es geht einfach nur darum, also es muss ich mal sagen, dass die Wahrheit ist immer noch am besten, nach dem, was ich jetzt hier alles mitbekommen habe. Mhm. Dazu stehe ich auch. Und ja, die Wahrheit ist natürlich auch, dass ich meinen Freund in den Knast gebracht habe, weil er Hand an mich gelegt hat. Du hast deinen Freund in den Knast gebracht? Jo. Was hat er gemacht? Das war ein bisschen schwierig. Ich wusste ganz genau, der war noch ein offener Haftbefehl offen, weil er seine Bewährungsauflagen erfüllt hat. Ja. Und er hat halt an mich gehalten, weil er mich eines Diebstahls bezichtigt hat. Und dann habe ich einfach die Polizei gerufen. Und dann wurde er hier rausgeführt. Das Problem ist jetzt, ich mag den Kerl ja immer noch. Sag mir nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Er hat dich eines Diebstahls bezichtigt, was aber nicht stimmte. Ja. Und er hat dich auch geschlagen, oder was? Ja. Jetzt, er hat dich geschlagen. Er hat mich geschlagen. Ja. Grün und blau. Cool, also richtig heftig. Ja, wie man so schön sagt. Ja. So, das Problem an der ganzen Sache ist, ich besuche ihn immer noch im Knast. Ja. Zu was ist er denn verurteilt worden? 2 Jahre. 2 Jahre. Ja, das ist jetzt wenn die 2 Jahre abgesessen sind, hat er 19 Jahre im Knast gehabt. Wie viel? 19 Jahre? Insgesamt, ja. Wie alt ist er denn? 41. Wow, das ist aber eine verdammt lange Zeit, Knast. Er hat früh angefangen und hat auch, auf Deutsch gesagt, den Arsch oft für andere hingehalten. Aber du warst ja dann, habt ihr ja gar nicht viel Zeit gehabt, euch miteinander zu beschäftigen, wenn der so lange im Knast war. Nee, hat man nicht. Ich kenne ihn ja vielleicht gerade mal seit so knapp einem halben, dreiviertel Jahr. Ach so. So, jetzt ist er im Knast und du liebst ihn immer noch. Und Währungsauflagen ist befolgt. Ja. Und das habe ich natürlich rigoros ausgenutzt. So, und dann war die Polizei hier und dies und jenes. Mhm. Und dann hieß es ja, er will mich umbringen. Ja, dann habe ich ihn natürlich auch im Gefängnis besucht und jetzt will er mich immer noch heiraten. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich da reagieren soll. Ich stehe da völlig auf dem Schlauch. Ja, also was ist denn dein Gefühl? Mein Gefühl? Ja. Was empfindest du denn für diesen Mann? Ich lebe immer noch irgendwo. Was heißt denn irgendwo? Naja, er hat mir ja Aua getan. Ja. Was heißt irgendwo? Irgendwo heißt er, da ist eine Form von Liebe ist noch da. Da ist eine Form von Liebe noch da. Ich muss dazu sagen, die erste Anruferin, die darfst du sagen, die du heute hattest, das Problem kenne ich auch. So, und das passiert mir bis jetzt, bis zum heutigen Datum, dass mich mein Ex verfolgt. Ja, lass mal bei dem jetzigen bleiben. Ja, gut. Francis, ist die Frage, wie stark diese Liebe noch ist. Ich meine, du bist ja da verstrickt in sehr viele Komplikationen. Jetzt ist ja wieder 2 Jahre im Knast. Total. Wenn du sagst, wieder, ja, ist irgendwas noch. Gut, irgendwas haben wir alle irgendwo noch in uns an Liebe zu auch Verflossenen. Die Frage ist, wie stark das ist und ob das so stark ist, dass du sagst, okay, ich warte auf den und ich hoffe dann mit dem irgendwas aufbauen zu können. Das ist die Frage und das kannst nur du entscheiden, weil du nur in dein Herz gucken kannst. Ich weiß nicht, ob ich das kann, weil er hatte ja, als ich ihn kennengelernt habe, auch schon 17 Jahre Knast hinter sich. Das ist natürlich alles sehr heftig. Sehr heftig. Sehr heftig. Das ist böse, das ist heftig, aber es ist im Grunde wirklich ein ganz lieber Kerl. Mhm. Ich habe ihn damals hier kennengelernt, hier im Zirkus, der hat mich auch im Zirkus gebracht. Francis, ich unterbreche mal eben. Meine Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar. Bis gleich, tschüss. In der Technik, wir Michael Verhoeven und unser Thema morgen heißt brutale Jugendliche. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Festival.